Und hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Let's Play Dark Souls 3. Und jetzt seht ihr mich so ein bisschen in meinem PvP-Outfit. Mit der Ausrüstung, mit der Bewaffnung gehe ich PvP in eigentlich. Also das wäre so eine Ausrüstung, die ich eh im PvP tragen würde. Mirror-Maske und der Rest ist auch aus Mirror. Eigentlich ist es ein Mirror-Set, weil Kettenhemd und alles ist ja auch aus Mirror. Und wir gehen jetzt PvP kämpfen. Ein Drache sind wir nicht mehr. Und ich wollte gerade eben ein bisschen, ich habe in der Folgenpause, warum dann so Seelen liegen, gegen den hier geguckt, ob man das Ding parryen kann. Stellt sich raus, nein, man kann die Dinger absolut nicht parryen. Ich wollte wissen, welche Attacken von dem Set kann man parryen, welche nicht. Die normalen Attacken, also die normalen One-Handed und die Rollen-Attacken kann man gut parryen. Die Zweihändigen gar nicht. So. Ja, red du nur, Judicator Arschloch. Das ist ein bisschen nervig, dass der Boss so lange labert, bevor er tatsächlich anfängt zu kämpfen. Weil, ja. Man verbraucht viel Zeit mit Nichtstun. Okay, der hat schon mal. Der hat schon mal Tears of the Nile drauf. Ich würde wetten, dass es. Mal rollen. Okay. Firebomb! Und das war dann wohl der Fall von einem Gegner, der nicht so stark ist. Ja, wie gesagt, dieser Boss hier ist ein ziemlicher Hit or Miss. Ihr habt in der letzten Folge gesehen, wie wir mehrfach erledigt wurden. Da die Folge jetzt hier, da ich nach dem Bosskampf nicht noch weiterspielen will, weil der eine Bosskampffolge sein soll, da die Folge ja so kurz sein wird, werde ich die übrigens zusammen mit der letzten Folge holen. Also die werdet ihr dann gleich im Anschluss sehen. Und jetzt haben wir die Speere von Filianor besiegt. Wie gesagt, ein Bosskampf. Oder wir könnten eigentlich. Das wäre doch eigentlich mal eine Idee. Wir könnten. Ich könnte euch mal die andere Seite zeigen. Wie gesagt, dieser Bosskampf ist ja in gewisser Weise ein großer Hit or Miss. Also entweder ist es halt richtig gut oder ist es halt richtig. Ja, nicht so toll. Ich bin jetzt kein großer PvPer, das heißt, ich bin vielleicht auch nicht der stärkste Boss, gegen den man hier kämpfen kann, aber. Wie gesagt, dieser Boss kann halt entweder sehr, sehr stark sein, wenn man gegen gute Leute kämpft, oder halt sehr, sehr schwach, wenn man gegen Leute kämpft, die halt nicht wirklich gut sind. Jetzt könnten wir mal gucken, ob wir hier nicht, die Attacke hätte man, glaube ich, kontern können. Sonderbarerweise sind die Schwerter im PvP auch noch schneller als hier. Also der setzt dieses Schwert langsamer ein als,
als es jemand im PvP tun würde. Der schwingt langsamer und zwar... zwar merklich langsamer. Also wir warten ja gerade ein bisschen, dass wir beschworen werden. Weil wenn es geht in der Folge, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hierfür brauchen werden, bis wir beschworen werden, aber wenn es geht, würde ich euch den Bosskampf gerne mal von der anderen Seite auch zeigen. Weil eigentlich ziemlich cool ist, den von der anderen Seite auch zu sehen. Wie gesagt, es ist halt eine sehr wenig Gelegenheit, also eigentlich die Gelegenheit in Dark Souls 3, bei der man auch mal ein Boss sein darf. Und wie oft ist das denn schon der Fall? Ich unterschätze die Reichweite. So. Jetzt haben wir halt hier eine Menge Zeit und nichts zu tun. Ich würde es euch halt gerne zeigen, wie es ist, wenn man das von der anderen Seite sieht. Mal kurz in den Einstellungen, weil ich habe hier noch mit Passwort, also normalerweise für Koop nehme ich halt immer Passwort her, dass ich halt nur von Leuten beschworen werden kann, die halt das Passwort drin haben. Nur die können dann halt mein Summonsign sehen und das mache ich mit meinem Koop-Partner eigentlich immer und ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf das Fülljanor-Gedöns hat, daher habe ich es mal lieber rausgetan. Jetzt warten wir mal ein bisschen, ist jetzt natürlich nicht so spannend zu zuschauen, wenn wir jetzt nur warten. Ich hoffe mal, wir werden relativ zeitnah beschworen noch. Ja, ansonsten werden wir in der nächsten Folge einfach weitergehen. Ich würde es euch nur gerne mal von der anderen Seite zeigen, weil es sehr interessant ist zu sehen. Und wie gesagt, dieser Boss ist halt ein ganz, ganz starker Hit or Miss. Entweder man bekommt halt einen guten Gegner, also einen guten PvP-Gegner, der halt wirklich weiß, was er tut. Und dann ist der Kampf wirklich auch tough. Ihr habt es ja gesehen, wir sind auch ein paar Mal gescheitert. Wobei ich ja die ersten Versuche unbedingt den Speer benutzen wollte, mit dem ich ja nicht sonderlich gut bin. Aber selbst wenn man halt mit einem Setup ist, das man ja gut kennt, wie ich jetzt hier zum Beispiel, kann das sehr schwierig werden zu gewinnen. Gleichzeitig, wenn man halt einen Gegner bekommt, der nicht wirklich gut ist, dann ist es halt mehr als nur einfach zu gewinnen. Und da ist das Ende der Welt im Übrigen. Und hier steht garantiert Versuch springen. Schatz voraus, ja genau. Ich meine, das da unten sieht ja fast so aus, als könnte man da landen, aber ich weiß, dass man es nicht kann. Hier waren wir ja schon überall. Da unten im ganzen Sumpf, da haben wir... Da auf der Brücke sind wir mit dem guten Medir begegnet. Da unten sind wir überall rumgelaufen. Und ich hoffe, wir werden noch beschworen. Ein paar Minuten will ich jetzt noch warten, weil es ziemlich cool ist, beschworen zu werden, diesen Kampf zu machen. Oder ich finde das zumindest ziemlich gut, einfach weil es macht Spaß. Es macht tatsächlich viel Spaß. Und wir haben noch, glaube ich, ein Fragment, genau. Wir sind dem Eid noch tiefer ergeben. Und wenn man halt diesen Eid auch macht, bekommt man auch ein spezielles Item. Zum einen, die haben wir im Sumpf gefunden. Die haben ja die anderen, wo ist es? Genau hier. Das Ritualspeerfragment. Mit denen kann man diese Speere, die aus dem Boden kommen, beschwören. Also man bekommt halt diese Spezialfähigkeiten. Ist wirklich eine coole Sache. Ist halt mal wieder halt zufällig, dass man beschworen wird. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wäre interessant für euch zu sehen. Natürlich könnte ich auch euch mal, was ich auch vorhatte, ein bisschen PvP in Dark Souls mal zu zeigen. Es gibt ja die Arena, die eigentlich auch ziemlich cool ist. Da ist ja das Problem, Zeit zu finden, weil eine neue Videoreihe Dark Souls PvP anzufangen, ist halt auch wieder Zusatzaufwand und so weiter. Und das zu machen, ist halt zeittechnisch schwierig. Vor allem jetzt, da das Let's Play noch läuft und zwei Lore-Reihen und alles. Das ist halt alles sehr, sehr zeitintensiv. Und scheinbar wären wir gerade nicht beschworen. Ich hätte gehofft, wir würden zeitnah beschworen werden. Weil ich es ehrlich gesagt ziemlich cool fände, beschworen zu werden. Ich weiß nicht, das macht sehr viel Spaß, dieses PvP-Szenario zu haben, weil es halt, man ist der Boss, das hat man halt sonst nie in Dark Souls, zumindest nicht in Dark Souls 3. Und das macht schon ziemlich cool. Aber ich glaube, wir haben gerade kein Glück und werden nicht beschworen. Zumindest scheint es so. Ich gehe mal kurz zum Bonfire und gucke, wie die Leute hier gerade unterwegs sind. Das ist natürlich auch immer die Sache, wenn halt gerade keiner den Boss macht, dann wird halt auch keiner beschworen, ne? Das ist halt so. Lässt sich dann auch nicht ändern, sag ich mal. Also das ist halt dann einfach so. Kann man nichts machen. Ich werde es mal trotzdem probieren.
Denn es gibt eine neue Mechanik auch am Bonfire. Wenn wir jetzt hier ans Bonfire gleich gehen, seht ihr das? Wenn sie jetzt hier hinsetzt, dann kann man gucken, wie viele Leute hier gerade unterwegs sind. Und hier sind gerade nicht viele Leute. Also wenn ihr hier guckt, im Trümmerhaufen, da sind viele Leute mit Ember unterwegs. Also hier sind gerade das einzige viele Leute mit Ember unterwegs. Also hier, es kann natürlich wirklich auch sein, dass gerade einfach keiner da ist. Das gibt's ja auch. Ach, ich kann den Hebel nicht ziehen, wenn der Aufzug schon da ist. Das macht auch Sinn. Und ich glaube, wir haben gerade kein Glück. Wir werden hier nicht beschworen. Aber wir haben zumindest den Boss geschafft. Wenn man ihn denn als Boss zählen will. Ich meine, man bekommt ja keine... Wow, Framerate. Man bekommt ja keine Seele dafür und so. Also zählt es als Boss, zählt es nicht als Boss. Bleibt wohl dem Spieler überlassen, wie man das sieht. Ich finde, es ist schon ein Bosskampf, weil es halt... Man kämpft halt gegen einen beschworenen Ritter aus einer anderen Welt. Holy shit, diese Schwerter. Dann wie viel Poise die Dinger haben. Es ist halt so übertrieben, wie viel Poise die haben. Also wirklich mal, die Waffe ist. Mein Abwehrskill, der hat sich durch unsere Webmart durchgepoist. Das ist halt ein bisschen pervers. Falls ich noch nicht oft genug erwähnt habe, dass ich diese Twin Swords nicht leiden kann. Aber gut, wir werden scheinbar nicht beschworen. Ich hätte euch gern den Bosskampf von der anderen Seite gezeigt. Vielleicht ein anderes Mal. Und ich sage für die Folge Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal, wenn wir hinter dem Gebiet hier, also hinter den Speeren der Kirche, weiterziehen und gucken, wo uns die Reise jetzt noch hinführt. Wobei ich muss sagen, ich hatte nie wirklich Glück mit diesen Covenant-Beschwörungssachen. Also, ich habe zum Beispiel noch nicht die ganzen Farron-Watchdog-Items, weil ich nie beschworen werde, aus irgendeinem Grund. Aber gut, in der nächsten Folge geht unser Weg hier weiter und wir werden sehen, was uns noch in Dark Souls 3 erwartet. Und ich sage Tschüss, YouTube, und bis dann, wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls 3. Bis dann, tschüss.